أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وعلى جميع عباد الله الموحدين أما بعد. Wir werden inshallah heute den zweiten Teil über die Unverfälschtheit des Korans inshallah versuchen hier abzuhalten. Ihr wisst, ich habe im letzten Unterricht gesagt, also im Koranprojekt 349, dass wir zwei Unterrichte machen werden über die Unverfälschtheit des Korans. Der erste Unterricht wird sein, die Unverfälschtheit des Korans durch logische Schlussfolgerung. Das war der letzte Unterricht. Und dieser Unterricht wird inshallah sein, die ältesten Manuskripte des Korans. Also das wird inshallah unsere heutige vom 350. Koranprojekt sein. Wir werden inshallah heute die Manuskripte, also wirklich die ältesten Manuskripte mit euch hier inshallah durchgehen. Vielleicht werdet ihr das hier alles jetzt vor Ort nicht sehen, aber später, wenn ihr euch das Video anschaut, werdet ihr dann die ganzen Koranmanuskripte sehen. Also wir werden jetzt inshallah heute hier 44 Koranmanuskripte euch präsentieren. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Anzahl von Koranmanuskripten, die alle in das erste Jahrhundert nach der Hijra zu datieren sind. Also wie gesagt, mich hat das sehr, sehr viel Zeit gekostet in dieser eine Woche, also fast jeden Tag 5 bis 6 Stunden, manchmal sogar auch ein bisschen mehr, also sehr, sehr viel. Weil, wie gesagt, das wird zum ersten Mal, glaube ich, in einem deutschsprachigen Raum sein, dass man so die Koranmanuskripte zumindest in einer Videoart oder in einem Videoformat, inshallah, präsentieren wird. Deswegen werde ich mich auch inshallah hier höchstpersönlich bei der Person bedanken, die auch diesen Unterricht dann inshallah in Videoformat dann wiedergibt, weil ich denke, das in Videoformat wiederzugeben, ist fast so eine ähnlich schwierige Arbeit. Deswegen müsst ihr auch inshallah Leute Dua für die Leute machen, die auch wirklich die Videobearbeitung machen, weil das ist wirklich eine sehr, sehr schwere und Aufgabe, beziehungsweise die auch sehr, sehr viel Konzentration mit sich aufweist. Ihr werdet hier inshallah die zwei Quellenangaben sehen. Das blende ich jetzt mal kurz hier ein, von dem ich mich hier quasi ernährt habe. Und das sind wirklich zwei sehr wichtige Quellenangaben. Und die gebe ich inshallah euch weiter. Eins ist auf Englisch. Da sind die ganzen Koranmanuskripte auf Englisch zu finden. Ich mache nicht mal 5% hier. Also diese Manuskripte, die ich heute zeige, sind keine 5%. Es gibt viel, viel mehr, die digitalisiert wurden und auch noch digitalisiert werden müssen. Weil viele sind in Museen, liegen hier und da. Da gibt es keine Tests, keine Radiokarbontests, die gemacht worden sind. Geschweige denn, dass die digitalisiert worden sind. Das werden wir inshallah im Laufe des Vortrags sehen. Und eine andere Seite, die ihr hier seht, Koranikum heißt das, Corpus Koranikum. Das ist eine deutsche Internetseite. Da könnt ihr euch über bestimmte Manuskripte, auch jeweils über Koranverse, die in verschiedenen Arten und Weisen geschrieben worden sind, also ich meine die Schriftart von Kufi, unterschiedlichen Kufi-Arten, könnt ihr euch dort inshallah informieren. Ich mache das mal ein bisschen einfach heute, jetzt nicht irgendwie im Detail untergehen zu lassen. Wie gesagt, wir werden 44 Koranmanuskripte hier präsentieren, die ich hier in Ländern eingeteilt habe. Also nicht jetzt nach Museen oder nach Jahren, sondern in Ländern. Und die Länder, die ich heute hier inshallah dran nehmen werde, in der Manuskriptauflistung, wird inshallah sein Türkei, Ägypten, Jemen, England, Frankreich, Irland, Deutschland, Holland, Usbekistan, Russland, Tunesien, Iran. Das sind die Gesamtländer. Und zum Schluss werde ich nochmal eine besondere Art der Sammlungen kurz präsentieren, dessen Ort nicht zugeschrieben werden konnte. Und wenn der Unterricht endet, wird zum Schluss des Videos, bi'iznillah, das ist so, was mich persönlich so ein bisschen gereizt hat, was mich hier auch verwundert hat, da werden wir inshallah hier die Inschriften
die in Mekka, in Jerusalem, in Medina, in auf der arabischen Halbinsel und auch in Karbala im ersten Jahrhundert in der Hijra, also in der Zeit der Sahabe und Tabi'in, notiert worden sind. Das sind sowohl normale Inschriften, wo halt eine Person etwas schreibt. Wir werden das Deutsche inshallah dazu zeigen. Also sowohl die Kufi-Schrift als auch die normal lesende Schrift, arabische Schrift, als auch die Erklärung dazu und auch einige Koran-Inschriften, die auf den Bergen von Mekka geschrieben worden sind, die auch ungefähr in das Jahr 50 bis 80 nach der Hijra zu datieren sind. Also das wird inshallah ein sehr, sehr umfangreicher Unterricht, jedoch Schwerpunkt ist es, die Manuskripte hier zu zeigen. Und da möchte ich jetzt gar nicht weiter das Vorwort verlängern und möchte gleich inshallah mit der Türkei beginnen. Ihr werdet inshallah hier die jeweiligen Koranseiten eingeblendet sehen mit der jeweiligen Information. Ich weiß nicht, ob wir noch die Möglichkeit haben, die Links in der Beschreibung nochmal aufzugeben, wo man das nochmal abrufen kann. Wie gesagt, das ist, ich sag mal, in einer Woche sowas hinzubekommen, ist schon sehr, sehr knapp. Aber Alhamdulillah, wir haben das hinbekommen. Und inshallah werden wir in dem Tempo versuchen weiterzumachen. Deswegen schätzt inshallah diese Unterrichte. Das ist hier Dokumentararbeit, die wir im Auftrag des Islam leisten. Also das ist hier sehr, sehr wichtig. Ich fange mit dem ersten Mushaf an. Und ich werde die ersten 1, 2, 3 Mushafe ein bisschen mal erklären. Und dann werde ich so ein bisschen so verlesen. Der erste Mushaf, den ich euch hier präsentieren möchte, ist der Mushaf aus der Türkei, aus dem Topkapı-Palast, Topkapı-Müzesi yani. Und von diesem Mushaf wird behauptet, dass er von Osman ibn Affan radiallahu an selbst geschrieben wurde. Ich werde heute das Wort Mushaf benutzen und Koran benutzen. Mushaf ist eigentlich das, was wir in der Hand haben. Woher kommt das Wort Mushaf? Sahife, Seiten. Das heißt, das ist ein Buch, was in Seiten geschrieben wurde. Mushaf sagen wir dazu. Deswegen werde ich Mushaf, zu den alten Manuskripten werde ich hier Mushaf sagen. Das heißt, es ist ein Buch, was in Seiten gefasst, also Sahife Leşmişkita, gefasst worden ist. Und es wird behauptet, dass dieser Mushaf im Topkapı-Palast von Osman ibn Affan radiallahu an geschrieben worden ist. In einem Vorwort aus dem Jahre 1811 steht, dass dies von Osman selbst geschrieben wurde. Jedoch wird das heute von Tayyar Altıkulaç stark angezweifelt. Punkt. Kurze Erklärung. Wir werden hier über einen Professor, beziehungsweise nicht Professor, von einem Doktor und einem Imam aus der Türkei, Tayyar Altıkulaç, zitieren. Die Brüder und die Schwestern, die mir in den letzten 15 Jahren gut zugehört haben, wissen, wer Tayyar Altıkulaç ist. Und diejenigen, die nicht zugehört haben, wissen nicht, wer Tayyar Altıkulaç ist. Da möchte ich eine geschichtliche Anekdote als einen Punkt nur hinweisen. Tayyar Altıkulaç war der Chef von Diyanet gewesen, als Cemalettin Hoca bis 1980 noch in Adana Müftü gewesen war. Also Müftü heißt derjenige, der in der Kommission der Fetwa gewesen, er konnte Fetwas geben. Und als am 12. September 1980 Kenan Evren in der Türkei den Militärputsch gemacht hat, war Tayyar Altıkulaç der Chef von Diyanet gewesen. Und Tayyar Altıkulaç hat zu dieser Putschzeit, als er mit einem Helikopter um Adana geflogen ist, Cemalettin Hoca mit Gewalt in Pension geschickt, das heißt in Renten, in Ruhestand geschickt, wobei er dann aufgrund dessen und ähnlichen Gründen dann die Türkei verlassen hat und kam deswegen am 27. Dezember 1981 nach Deutschland. Deswegen ist Tayyar Altıkulaç eigentlich in der Hinsicht keine positive Namensbenennung. Aber das hat nichts zu bedeuten. Wir differenzieren. Der kann dort schlecht sein, aber in anderen Sachen kann er gut sein. Zum Beispiel, wir wissen, dass zum Beispiel ein zur Zeit der stärksten Despoten der Zeit der Umayyaden der Koran punktiert worden ist. Also die haben auch solche guten Sachen gemacht, die zum Beispiel der Leseart des Korans sehr gut beigeholfen haben. Und diesbezüglich werde ich heute natürlich von Tayyar Altıkulaç mich auch basieren, weil der hat wirklich diesbezüglich Doktorarbeit geschrieben. Also das ist sein Bereich über Mushaf. Quasi Bücher zu schreiben, die zu dieser Zeit
geschrieben worden sind. Und dieser Mushaf, der sich heute im Topkapı-Palast befindet, der auf Osman radiyallahu anh zurückzuführen ist, Tahir Altıkulaç bezweifelt das, er datiert das ein bisschen später als Osman radiyallahu anh. Dieser Mushaf im Topkapı-Palast besteht aus 408 Seiten, in jeweils 18 Zeilen geschrieben, pro Seite. 408 Seiten besteht dieser Koran, in je 18 Zeilen geschrieben. Der heutige Koran ist in 15 Zeilen geschrieben. Der war in 18 Zeilen pro Seite geschrieben, dessen Größe 32 mal 40 Zentimeter ist. Zwei Seiten fehlen in diesem Koran, die später wieder ergänzt wurden. Unabhängig dessen entspricht das 601 Seiten des heutigen Korans. Tahir Altıkulaç vermutet, dass dieses Exemplar im zweiten Teil des ersten Jahrhunderts oder im ersten Teil des zweiten Jahrhunderts nach der Hijra geschrieben wurde. Allahu alem. Und diesen Koran habe ich heute mitgebracht. Das heißt, diesen Koran von Osman radiyallahu anh, der im Topkapı-Palast ist, der 1400 Jahre alt ist, habe ich euch inshallah heute mitgebracht. Natürlich ist das letztendlich eine Kopie. Und so sieht das hier aus. Ihr seht das hier. Das ist der Mushaf von Osman radiyallahu anh, der ist kopiert. Ja, das ist von hier yayına hazırlayan Dr. Tahir Altıkulaç, der macht diese Arbeiten darüber. Und hier seht ihr oben die Kufi-Schrift, wie es im Originalen ist, das ist die Kopie. Und unten, wie es quasi in der heutigen arabischen Schrift zu lesen ist. Und das ist gefasst worden, zusammengefasst worden in zwei Bänder. Dieses Buch kriegst du nicht als ein Band zusammen, dafür brauchst du schon zwei Bänder und dies wurde durch Islam Araştırmaları Merkezi İSAM in der Türkei vor einigen Jahren veröffentlicht. Deswegen mal ein Punkt dazu, wenn ich hier sage, der Koran hat 402 Seiten, das entspricht so und so viel Seiten des heutigen Korans, kommt bitte nicht durcheinander, weil dieser Koran, den wir heute haben, der am meisten verlesen wird, hat wie viele Seiten? 604 circa. Ne? 604 Seiten mit 114 Suren. Dann gibt es aber Korane, auch, die wurden gedruckt, dann hat die Seitenanzahl 306 Seiten. Natürlich für die Leute, die es nicht verstehen, das ist der gleiche Koran. Hier steht, was auf einer Seite geschrieben ist, hier auf zwei Seiten. Hier steht in dem Koran 15 Zeilen, die meisten, die wir heute den Koran lesen, sind 15 Zeilen, und hier sind auf einer Zeile fast 25 Zeilen. Das heißt, der Inhalt ist der gleiche, die Auflistung ist bloß anders. Also bitte da nicht durcheinander kommen, der Inhalt ist der gleiche. Der eine schreibt den Koran in 10 Zeilen, der eine schreibt in 20 Zeilen. Das wird sehr wichtig sein für uns, für die Schlussbewertung. Ich habe hier letztes Jahr aus Mekka einen Koran gekauft, hier zum Beispiel. Da seht ihr, dass dieser Koran, das habe ich aber euch zu Hause gemerkt, aus 521 Seiten besteht. Jetzt wird einer denken, ja, da fehlen ja dann 110 Seiten. Natürlich fehlen da keine 110 Seiten. Die Auflistung ist anders. Ihr wisst, wenn ihr den Koran heute aufmacht, dann enden die Verse an der Seite des Korans immer. Eine Seite endet, der Vers endet. Hier zum Beispiel nicht. Hier endet der Vers nicht. Hier geht er weiter drüber und geht hier auch, bleibt auf der anderen Seite nicht stehen. Das hat mit dem Inhalt des Korans logischerweise nichts zu tun. Das hat was mit der Auflistung was zu tun. Werde ich inshallah später dazu kommen, aber ein Koran habe ich euch zumindest mitgebracht, das könnt ihr euch dann nachher anschauen, einen alten Koran habe ich euch mitgebracht und der ist 130 Jahre alt. Den Koran, den ich hier habe in der Hand, der ist original 130 Jahre alt und der wurde mit dem Befehl, was heißt mit dem Befehl, mit der Legitimation von Sultan Abdulhamid Han den Zweiten gedruckt. Und hier ist noch der Stempel des Osmanischen Reiches, der gemacht worden ist. Hier steht doch so mal Kudretli Aziz Sultan Abdulhamid Han Esani Efendi Hazretleri und so weiter. Hier steht noch mal die Erklärung dazu. Also dieser Koran ist wirklich jetzt sehr, sehr alt in Originalform. Könnt ihr euch nachher inshallah mal anschauen. Ist aus dem Jahre 1319 der Hijra. Heute sind wir 1444, 1319. Ne? Also über 120 Jahre alt ist dieser edle Koran, ist noch sehr, sehr gut erhalten. Und das mal kurz doch mal dazu. Also das inshallah zu dem Mushaf in Istanbul. Dann gehe ich an den zweiten Mushaf, der ist in Türk ve İslam Eserleri Müzesi zu finden.
in Istanbul und der ist ebenfalls Osman radiallahu an zugeschrieben worden. Dieser Mushaf besteht aus 439 Seiten, wobei zwei Seiten fehlen. Dies entspricht 96,4% oder 582 Seiten des heutigen Korans. Ihr müsst euch das so vorstellen bei dieser Analyse. Diese Korane, die damals geschrieben worden sind, die wurden immer wieder verlesen. Und wenn sie geblättert worden sind, nach einigen Jahrzehnten, sind die Seiten kaputt gegangen. Messala, wenn du diesen Koran zum Beispiel 20 Jahre lang liest, du kennst das, dann fliegen die Seiten auseinander. So, wenn es aber nicht 20 Jahre, sondern 100 Jahre sind oder 200 Jahre sind, dann fliegen manchmal, dann werden Seiten rausgerissen, eine Seite wird abgerissen, wer weiß, was passiert, vielleicht stoßt einer dran. Und so sind aus dem Koran Seiten verloren gegangen. Ja? Und man hat dann mit neu geschriebenen Seiten diesen Koran ergänzt oder hat ihn gar nicht ergänzt, hat ihn quasi einfach weggeparkt als Museum und gesagt, gut, das lassen wir so, wie es ist, keiner geht dran. Deswegen fehlen bei sehr vielen alten Koran Seiten. Deswegen habe ich das hier mal aufgeschrieben. Also der Koran jetzt zum Beispiel, den ich jetzt hier gerade hier vorzeige, entspricht 96,4 oder 582 Seiten des heutigen Korans. Das Interessante bei diesem Koran ist, was Osman radiallahu anhu zugeschrieben worden ist, am Ende des Mushaf steht, das seht ihr hier auch eingeblendet auf Arabisch, am Ende des Korans steht das, im Jahr 30 wurde er von Osman bin Affan geschrieben. Das seht ihr hier. Jedoch wird das von Ayet Tayyar al-Tekolaj ebenfalls so ein bisschen in Frage gestellt. Aber hier was sehr Wichtiges, was Tayyar al-Tekolaj sagte über diesen Koran: dieser Mushaf ist auf eine erstaunliche Art und Weise von einem sehr konzentrierten Schreiber niedergeschrieben worden, denn es ist kein einziger Schreibfehler zu erkennen. Hört sich vielleicht für euch jetzt ganz plausibel an, aber das ist überhaupt nicht plausibel. Das ist erstaunlich, wenn Leute darüber forschen und auf dieses Ergebnis kommen. Warum? Hier werden so viele Seiten geschrieben und in diesem Buch ist kein Rechtschreibfehler. Man sagt im Türkischen İmla Hatası dazu. Wir drucken seit ungefähr 7-8 Jahren Bücher. Wir. Und nach 7-8 Jahren Bücherdruck finden wir immer noch nach der 10. Kontrolle enorme Fehler drin. Von Rechtschreibfehler, obwohl das Programm im Word die Fehler zeigt, erkennen wir heute trotzdem Rechtschreibfehler nach der 10. Kontrolle, geschweige denn grammatische Fehler. Wir sind Menschen. Tayyar al-Tekolaj sagt, in diesem Koran ist auf interessante Art und Weise festgestellt worden, dass kein Rechtschreibfehler zu erkennen ist und wir erkennen, dass es von einem konzentrierten Schreiber, Khatib, aufgeschrieben worden ist. Das kommt eigentlich so gut wie kaum vor. Denn in sehr vielen Koranen gibt es Rechtschreibfehler. Und diese Rechtschreibfehler, die in den Koranen niedergeschrieben worden sind, sind normal. Wenn dort Rechtschreibfehler von dem Schreiber geschrieben worden sind, kommen einige Orientalisten und sagen, da ist ein Fehler im Koran. Also wer so etwas behauptet, ist intellektuell auf dem untersten Niveau. Und kann auch nur Leute manipulieren, die auf untersten Niveau sind eigentlich. Weil Rechtschreibfehler als ein Fehler des Korans zu datieren, ist, wenn man den Schuss verfehlt hat. Denn Rechtschreibfehler gibt es immer wieder. Ein Rechtschreibfehler bei Koran aufzuschreiben, heißt nicht, dass der Koran verfälscht worden ist. Eine Koranverfälschung kann erst entstehen, wenn etwas verfälscht wurde und diese Verfälschung auch andauert. Es kann nicht sein, dass ich sage, 200 Jahre nach der Hijra habe ich einen Koran gefunden, da ist ein Wort so geschrieben worden, also habe ich einen Koran gefunden, der wurde verfälscht. Das ist ein Rechtschreibfehler. Du musst beweisen, dass diese Sache dauernd fortführt, dass dieser Rechtschreibfehler oder die Wortänderung auch fortführt. Wenn er fortführt, könnten wir vielleicht darüber diskutieren. Sowas gibt es nicht. Deswegen kommen Orientalisten und sagen, Rechtschreibfehler sind Datierungen,
Also da wurde der Koran falsch aufgeschrieben. Wir heute im Jahre 2000 und noch was machen Rechtschreibfehler bei Programmen, die tausendmal kontrolliert worden sind. Ein Rechtschreibfehler ist keine Verfälschung. Bitte das nicht miteinander verwechseln. Das unterstreiche ich hier sehr, sehr stark. Und Tayyar Altıkulaç macht das auch. Übrigens könnt ihr euch das Buch auch PDF downloaden. Das heißt Mesahifi Kadime auf Türkisch. Also die alten Seiten. Das könnt ihr euch inshallah runterladen von Tayyar Altıkulaç. Unabhängig ist das eine Doktorarbeit über die alten Korane. Komme ich zum dritten Koran, der heißt der Kodex der Umayyaden von Damaskus, 1. Jahrhundert der Hijra. Dieser Mushaf befindet sich ebenfalls im Türk ve İslam Eserleri Müzesi, das heißt auf Deutsch Museum für türkisch und islamische Kultur. Dieser Mushaf besteht aus 78 Seiten in einer Größe von 24 x 19,5 cm und ist in das 1. Jahrhundert der Hijra zu datieren. Diese Seitenanzahl sind im, das ist hier sehr, sehr wichtig, diese Seitenanzahl sind im Gegensatz zu Bibelmanuskripten extrem viel. Also wenn ich hier sage, pass mal auf, deswegen muss ich die Einleitung bei dem Koran ein bisschen machen, um dann runter zu rasseln. Wenn wir sagen, wir haben hier Korane mit 20 Seiten, mit 100 Seiten, mit 400 Seiten oder wie bei Osman radiallahu anh, an die 500, 600 Seiten, das ist enorm viel. Wenn Leute heute kommen und sagen, wir haben Bibelmanuskripte gefunden, wisst ihr, was für Bibelmanuskripte das sind? Denkt bloß nicht, ihr habt eine Seite für euch liegen. Das sind Seiten, die sind groß wie eine Streichholzschachtel oder wie eine Briefmarke. Da findest du ein, im hebräischen Alphabet vielleicht drei Wörter aneinander geriegelt und dann feiern die Qumran-Rollen oder andere Manuskripte und sagen, wir haben Manuskripte gefunden, die einige vielleicht 200, 300 Jahre später zu datieren sind. Aber das sind Manuskripte, die sind so groß. Da müssen sie mit der Pinzette dran, dann den Carbon-Test, das ist nicht mal eine Seite. Wenn wir, also was heißt eine Seite, nicht mal eine Zeile. Also deswegen bitte mal Update machen, wenn wir hier sagen, wir haben 100, 300, 400, 500, 600 Seiten vor uns liegen, das ist enorm viel an Manuskripten, die im ersten Jahrhundert platziert sind. Ich habe beim letzten Unterricht das gesagt, bitte denkt nicht im heutigen Jahrhundert, geschweige denn also Jahrtausend. Ihr müsst zurückgehen und müsst sagen, Allahu Akbar, was für ein Arsenal von Manuskripten das sind. Das inshallah dazu. Komme ich zum vierten Koran. Oder Mushaf, und das ist Codex Arabe 6140a, ein Koranmanuskript aus dem 1. Jahrhundert. Ihr seht das immer wieder hier eingeblendet jetzt. Dieser Mushaf befindet sich ebenfalls in Türk ve İslam Eserleri Müzesi in der Türkei. Dieser Mushaf besteht aus 10 Seiten in jeweils 22 bis 25 Zeilen in einer Seitengröße von 37 mal 28 cm. Unabhängig von diesen Mushafs, die ich jetzt kurz genannt habe hier, gibt es sowohl im Topkapı-Palast als auch im Museum für türkisch und islamische Kunst weitere Exemplare, die sehr alt sind, jedoch wo noch keine Carbon-Tests, also Carbon-Tests heißt Tests, die das Alter datieren, bis heute durchgeführt werden konnten. Eine traurige Sache, dass wir so ein Wissen niederwerfen, und es nicht quasi benutzen. Und das ist ein Problem der Umma, die wir haben. Ihr werdet das hier im Laufe der Koranexemplare sehen. Wir haben diese Sachen nicht geschätzt, aber Nicht-Muslime kamen, haben das von uns abgekauft, indem es vom Schmugglern weiter transportiert worden ist. Und die haben das heute in Museen zum Aufstellen bereitgestellt. Unsere Werke, unsere Manuskripte, weil wir es nicht wertschätzen. 1997, also wo der Putsch vom 28. Februar 97 war in der Türkei, wisst ihr, was komplett verloren gegangen ist? Das komplette Wissen, die komplette Bibliothek von Sultan Abdulhamid Han hat man vernichtet. Wer fragt drüber nach? Wisst ihr, wie viele Seiten im Topkapı-Palast und wie viele Manuskripte unten in den Kellern einfach so liegen? Der Ausrottung, der Verschimmelung ausgesetzt. Mache ich weiter, komme ich nach Ägypten. Bevor ich nach Ägypten komme, komm mal her, inshallah, Sambono Bial, vielleicht kannst du das mal rumreichen, damit man vielleicht mal, wenn ich hier das aufzähle, dass die Leute mal zumindest mal sehen, was die Seiten so ein bisschen sind, damit es nicht ganz langweilig wird für die Leute, die hier sitzen. Komme ich nach Ägypten, der Mushaf aus Kairo, ich habe letztens das kurz angesprochen. Dieser Mushaf, ihr seht das hier eingeblendet, dieser Mushaf befindet sich heute in der El-Hussein-Moschee in Kairo. Und dieser Koran ist wie schwer? Wer kann sich daran erinnern?
80 Kilo. 80 Kilo schwerer Koran. Ihr seht, wie groß das hier ist. Deswegen nochmal eine Sache, ich komme inshallah im Laufe dazu. Damals, als die Korane auch in den Moscheen geschrieben worden sind, wurden sie meistens nicht als ein Buch geschrieben, sondern als mehrere Teile. In Juz, erste Juz wurde als Buch geschrieben, der zweite Juz wurde als Buch geschrieben. Also wie wenn wir heute zum Beispiel ein Werk haben mit Kollektion Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, so wurde der Koran damals geschrieben, nicht als einziges Buch, weil die Seiten gab es gar nicht dazu. Die Schreibmöglichkeiten gab es gar nicht. Guck mal hier, der Mushaf von Osman, den ich heute zeige, das sind zwei Bände allein. Gut geschrieben heute. Das heißt, man konnte damals gar nicht so ein Buch als Ganzes verfassen. Das war sehr, sehr schwer gewesen. Und wie gesagt, ich hätte mal früher wieder Zeit von Abu Bakr radiallahu anh gewesen war, wo Zayd bin Sabit in der ersten Kommission gewesen war, und dann zur Zeit von Osman radiallahu anh, als er den Koran siebenmal vervielfältigt hat, in der Lehja der Quraysh dann zusammengefasst hat und dann in die Städte wie Kufa, Basra, Scham, Mekka, Medina gesandt hat. Also das sind nicht einfach Seiten, er hat so ein Buch geschrieben, geschweige denn so. Also wir reden hier von richtig schweren Sachen. Also wie gesagt, dieser Mushaf in Kairo, in der Al-Hussein-Moschee, ist 80 Kilo schwer. Auf jeder Seite befinden sich 15 Zeilen, bestehend aus 1087 Seiten. Vier Seiten fehlen nur dabei. Dies entspricht 602 Seiten des heutigen Korans. Also bitte, nochmal, wenn ich sage heutigen Koran, meine ich halt das zusammengefasste Buch jetzt als 604 Seiten. Das sind keine unterschiedlichen Korans, ne? Mit den heutigen Koran meine ich diesen Mushaf, der 604 Seiten hat. Wobei es heute auch Korane gibt, die weniger Seiten haben, wo als anderes als Zeilen geschrieben ist. Ich nehme dieses Allgemeine, was wir alles zu Hause haben, mit diesen 604 Seiten. Dies entspricht 602 Seiten des heutigen Korans. Tahir al-Tekulat sagte, dass dies dem zweiten Teil des ersten Jahrhunderts nach der Hijra entspreche. Der sechste Koran wird auch Osman radiallahu anhu zugeschrieben, in der ägyptischen Nationalbibliothek Darul Kutub al-Misriya in Kairo ist das zu finden. Ihr seht das hier alles eingeblendet. Dieser Mushaf besteht aus 306 Seiten und die Seiten bestehen aus jeweils 12 Zeilen. Diese sind 53 x 63 cm groß. Nach der Radiokarbon-Methode, das ist hier sehr wichtig für unseren heutigen Unterricht, Radiokarbon oder Carbon-Teste, der Carbon-Test ist ein Test, den macht man, um das Alter zu datieren. Und von dem Koran werden immer die Alters datiert mit einem Carbon-Test. Einige haben, wir datiert hier nach dem Carbon-Test, können wir Dings machen, einige konnte man nicht ungefähr datieren. Nach der Radiokarbon-Methode besteht zu 95,2% die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen den Jahren 609 und 694 geschrieben wurde. Ein Bruder hat doch einmal zu mir gesagt, wegen Geschichte und so, wie wichtig kann Geschichte denn eigentlich sein? Geschichte ist für uns sehr, sehr wichtig, wenn wir akademisch arbeiten. Heute ist das mal so ausnahmsweise ein bisschen sehr stark akademisch, was wir machen. Deswegen müsst ihr die Zeiten vor Augen haben. Ein Carbon-Test hier bei diesem Koran ist zwischen den Jahren 609 und 694 zu datieren, nach christlicher Zeitrechnung. Ein Carbon-Test zeigt meist eine Zeitspanne von ungefähr 50 bis 100 Jahren auf. Also ihr macht einen Carbon-Test und der Carbon-Test gibt euch von diesem Koran, von diesem Mushaf, ein Mindestalter und ein maximales Alter. Das genaue Jahr können wir nicht datieren. Der Carbon-Test kann nicht sagen, der wurde im Dezember 641 geschrieben. Das gibt es nicht. Der Carbon-Test gibt uns eine Zeitspanne, ungefähr zwischen 50 und 100 Jahren. Und bei diesem Koran hier, den ihr hier seht, ist die Zeitspanne von Jahre 609 bis 694. Wann wurde der Koran angefangen herabzusenden? Im Jahre 610. Wann ist der Prophet gestorben, a.s.? 632. Tamam. Dieser Koran ist von 609 bis auf 694 zu datieren. Ja? Dies entspricht die Zeitspanne vom Propheten Mohammed a.s. bis zum 33. Jahr der Umayyaden. Also es geht über das recht geleitete Kalifat hinaus. Ich werde noch was zu dem Carbon-Test sagen, inshallah im Laufe des Unterrichts. Der siebte Koran ist der Mefi-Mushaf
aus dem Museum of Islam Art in Kairo, das seht ihr hier. Er besteht aus 270 Seiten in der Größe von 40 x 38 cm in je 17 Zeilen niedergeschrieben. Dies entspricht 85% des Korans, also 513 Seiten des heutigen Korans. Er ist in das erste Jahrhundert der Hijra zu datieren. Der achte Mushaf ist der El-Meshedul Hussein Mushaf in Kairo, den ihr hier seht. Die Seiten haben eine Größe von 14 x 19 cm in je 14 Zeilen geschrieben. Dieser Mushaf besteht aus 508 Seiten. Tayyar Altıkulaç sagte darüber, dass dieser Koran, der auf Imam Ali ibn Abi Talib radiallahu an zurückzuführen ist, eines der ältesten Koranmanuskripte überhaupt ist, welches uns erreicht hat. Das ist die Analyse von Tayyar Altıkulaç. Er sagt, das ist wirklich eines der ältesten Korane, die auf, wie gesagt, auf den vierten Kali, Ali radiallahu an, zurückzuführen sind. Der neunte, das ist alles in Ägypten jetzt, also wir haben Türkei durch, jetzt kommt, das ist Ägypten. Der neunte Koran, ich sage auch die Überschriften, also wie sie heißen, die haben solche interessanten Namen, heute der Komet hat zum Beispiel auch einen bestimmten Namen, deswegen werde ich diese Nummerierung sagen. Das, der neunte Koran ist der Codex MS Kaf 47, Ort Darul Kutub El Misriya in Kairo, warst du da gewesen? Das ist Oregitinis, ne? Also da ist das, da sind die enthalten. Dieser Mushaf besteht aus 36 Seiten, welches 19% oder 96 Seiten des heutigen Korans entspricht. Nach dem Carbon-Test ist dieser Koran zu 95,4% zwischen den Jahren 606 und 652 zu datieren. Das ist natürlich christlich, das ist keine Hijra. 606 bis 652 zu datieren. Dies entspricht der Zeit von Propheten Mohammed a.s. bis in das 8. Jahr des Kalifats von Osman radiallahu an. Ich werde mal so ein bisschen zwischenzeitlich so eine, immer eine Anekdote sagen, damit das vielleicht nicht ganz, damit ihr nicht ganz vielleicht so ins Dings kommt. Es gibt einige Orientalisten, die sagen, die Korane sind sehr, sehr spät geschrieben worden. Pass auf jetzt. Denn, pass auf, der Carbon-Test ist auf die Seite gemacht worden, aber nur weil die Seite alt ist, heißt nicht, dass die Schrift alt ist. Also kann die Schrift später geschrieben worden sein, aber der Mushaf kann älter sein. Hört sich logisch an, für Geschichte aber völlig unlogisch, weil in der Geschichte gibt es sowas nicht. Man hat nicht, wir drucken zum Beispiel Bücher. Wenn wir Bücher drucken, heißt in der Türkei zum Beispiel, gerade liegt der Kurs beim Euro sehr, sehr gut, kauft jetzt die ganzen Seiten, weil der kann zum Beispiel in 3 Wochen wieder teurer sein. Also druckt, kauft man schon mal die Seiten vor. Also macht man halt das so in 3 Wochen abstempeln, bestellt die Seiten vor. Schaut mal Leute, damals gab es diese Seiten nicht. Man konnte nicht einfach ein Buch schreiben. Ach, wir drucken mal einfach ein Buch mit 500 Seiten und irgendwann schreiben wir das voll. Sowas gab es nicht. Das gab es nicht. Also wer so denkt, der hat Geschichte nicht verstanden. Und das sind Leute, die unsere Leute mit dem Vortitel Professor Doktor dann oder als Orientalisten dann sagen, aber du bist Professor Doktor, du hast in der Oxford-Universität studiert, also hast du recht. Weil du sagst, stimmt, der Carbon-Test ist auf die Seiten gemacht worden, die Seiten sind älter als der Koran. Der Koran kann ja später drauf geschrieben worden sein, das Arabische. Völlig falsch. Maximal, wenn alle Balken brechen, wurde das nach 2-3 Monaten später geschrieben. Aber nicht mehr. Weil diese Möglichkeit, dieses Material hat man doch gar nicht dazu gehabt. Also ich weiß nicht, wo die Leute Geschichte lernen. Das hat mit der Geschichte letztendlich nichts zu tun. Die haben alle eine schlechte Absicht. Und da wir ja im Auftrag des Islams Verkünder des Islams sind, wir sollten ja mit Muslimen und mit Nichtmuslimen über den Islam reden. Werden wir auch irgendwann mal mit Orientalisten irgendwann in Konfrontation kommen. Und diese Argumentation werden kommen. Und deswegen gebe ich euch diese Gegenantworten hiermit, damit ihr das inshallah dann verwendet. Aber letztendlich für euch auch benutzt, damit ihr auch wisst, um was es letztendlich geht. Genau. Also nochmal zum diesen Mushaf. Was ich gesagt, das ist der 10. Mushaf. Mia 24145, Codex Mia. Das auch in der Museum of Islamic Art in Kairo. Dieser Mushaf hat eine Seitengröße von 38 x 40 cm und besteht aus 281 Seiten, in je 17 bis 18 Zeilen geschrieben. Dies entspricht 87% des heutigen Korans, welches 525 Seiten
des Mushafs heute wieder gibt. Dieser Mushaf wurde ebenfalls von Tayyar al-Kulaj veröffentlicht, der diesen Mushaf in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts oder in die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach der Hijra datiert. Komme ich zum nächsten Land, und das ist der Jemen. Wirklich, Jemen ist zum Thema Koranmanuskripte sehr, sehr interessant. Das ist der 11. Koran. Das ist der Mushaf aus San'a, den ihr hier seht. Dieser Mushaf aus San'a, Sana übrigens die Hauptstadt vom Jemen, ist zu finden in Jami'ul Kabir, also in der großen Moschee. Da möchte ich kurz einiges zu dieser Moschee sagen und zu diesem Koran, damit ihr mal unser Leid versteht. Dieser Mushaf, den ihr seht, wurde 1965 nach dem Einsturz des Daches von der Moschee gefunden. Es hat geregnet und geregnet und geregnet. Und irgendwann ist das Dach der Moschee zusammengefallen. 1965, also heute, vor einigen Stunden noch, übertrieben gesehen. Also, wenn wir sehen, wir reden von 1400 Jahren alten Manuskripten. Und als dieses Dach eingestürzt worden ist, sind die ganzen Manuskripte runtergefallen. Und natürlich, sie sind leider nicht nur runtergefallen, sie sind alle beschädigt worden. Ja. Als 1972 einige Steine dieser Moschee sich lösten, wurde die Moschee restauriert. Dabei wurden 20 weitere Bündel von Koranexemplaren gefunden. Also Bündel heißt dann Werke so. Leider wurde die Mehrheit dieser Exemplare bis 1989 von dort gestohlen und nach Europa geschmuggelt, wobei sie an Museen verkauft wurden. Das ist Wertschätzung. Dieser Mushaf wurde in 275 Seiten geschrieben, der noch heute dort ist, und entspricht 86% oder 520 Seiten des heutigen Korans. Es ist am Ende des 1. oder am Anfang des 2. Jahrhunderts zu datieren. Der andere Koran, also der 12. Koran, der auch in San'a, Kodex San'a 1 ist, den ihr hier seht, ist, dieser Mushaf besteht aus 81 Seiten, welches 41% des Korans entspricht, also 247 Seiten des heutigen Korans. Nach dem Radiokarbontest in der Universität von Arizona, also er hat es bis nach Arizona geschafft, ist er zu 68% zwischen den Jahren 618 bis 656 und zu 95% zwischen 578 bis 669 zu datieren. 578 bis 669 zu datieren. Wann ist der Koran angefangen? 610, ne? Also 50 Jahre fast, 40, 50 Jahre vorher fängt das an, bis 669 zu datieren. Dies entspricht der Zeit vom Propheten Mohammed, a.s.w., bis zum Ende der Amtszeit des Kalifats von Osman ibn Affan, radiallahu an. Der 13. Koran heißt Codex Dam 01-25.1 San'a Yemen. Ort ist Darul Mahdutat heißt Haus der Handschriften, auch in San'a Yemen. Dieser Mushaf besteht aus 29 Seiten in einer Größe von 33,5 x 26 cm. Nach dem Carbon-Test ist es zu 95% zwischen den Jahren 543 bis 643 zu datieren. Wann ist der Prophet geboren, alayhi salam? 570 ungefähr. Man sagt 569, 570, 571. Also fällt die früheste Datierung dieses Korans fast 30 Jahre vor der Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und ist zu datieren bis 643. Und dies entspricht der Zeit vom Propheten Mohammed bis zur letzten Amtszeit des zweiten Kalifen Umar ibn al-Khattab. Ich sage es am besten jetzt schon mal vorab, ich wiederhole es dann einfach nochmal bei Birmingham Koran. Als in Birmingham, also beziehungsweise in England, ein Koran, ein Carbon-Test gemacht worden ist, gab es bei CNN oder bei BBC eine Schlagzeile: Schock, Schock, Schock. Wir haben einen Koran gefunden, der vor dem Propheten Mohammed geschrieben worden ist. Komma, also muss Mohammed den Koran abgeschrieben haben. Boah, nochmal 20% mehr Atheisten. Was willst du denn sagen? Der Koran kam im Jahre 610 bis 632. In 23 Jahren, also mit der heutigen Zeitrechnung 22 Jahre. 610 fing er an. So, wenn der Carbon-Test aber jetzt wie hier auf 543, also
70 Jahre vor dem Beginn des Koran schon zu datieren ist. 30 Jahre vor dem, oder knapp 30 Jahre vor der Geburt des Propheten. Und wenn jemand zu euch sagt, der Test sagt, dass der Koran so alt ist, wir haben einen Koran vor Mohammed gefunden. Und dann sagt, das wissenschaftliche Beweis, ja, also hat Mohammed den Koran ganz klar abgeguckt von irgendjemand anders, der von irgendjemand geschrieben worden ist. Dann fällt ihr drauf rein, weil das eine Halbwahrheit ist, die von diesen Leuten bewusst manipuliert wird. Ich sage es nochmal, ein Carbon-Test zeigt eine Zeitspanne von 50 bis 100 Jahren auf. Also hätte Rasulullah a.s., also hätten wir heute einen Koran, pass mal auf, hätten wir heute einen Koran in unserer Hand, Beispiel, was vom Propheten mit der eigenen Hand geschrieben worden wäre, und wir würden heute einen Carbon-Test machen über diesen Koran, dann wäre die Datierung ebenfalls vor der Geburt des Propheten bis nach der Tod des Propheten gewesen, weil die Zeitspanne über 100 Jahre geht. Dann kannst du nicht kommen und kann sagen, der Koran wurde vor Propheten geschrieben. Die Zeitspanne des Tests ist so viel. Ihr müsst den Mittelweg finden. Der kann sowohl in den ersten 20%, auch in den letzten 20%, als auch in der Mitte liegen. Das sind Carbon-Tests, Leute. Deswegen müssen wir wissen, was bedeutet überhaupt ein Carbon-Test, bevor dann irgendwelche Schlagzeilen bei BBC oder CNN kommen und sagen, wir haben in Birmingham einen Koran gefunden, der vor dem Propheten Mohammed zu datieren sind. Also Achtung, Halbwahrheiten verführen die Leute in den Unglauben. Deswegen ist es unsere Aufgabe hier, auch das hier an wissenschaftlichen Sachen zu erklären. Komme ich zum 14. Koran. Wir sind immer noch im Jemen. Das ist der Codex Dam 01-29.1 San'a Jemen. Auch in Darul Mahdutat, also Haus der Handschriften in San'a zu finden. Dieser Mushaf besteht aus 35 Seiten in einer Größe von 42x29 cm, welches 22% des Korans und 132 Seiten unseres heutigen Mushafs entspricht. Nach dem Carbon-Test ist er mit einer Wahrscheinlichkeit zu 95,4% zwischen den Jahren 633 bis 665 zu datieren. Dies entspricht der Zeit ein Jahr nach dem Tod des Propheten a.s. und den ersten 4 Jahren der Amtszeit von Muawiyah ibn Abi Sufyan. Also ne, ist eine, auch eine Zeitspanne wieder. Der 15. Koran ist Codex Dam 01-27.1, auch in Darul Mahdutat zu finden. Dieser Mushaf besteht aus 38 Seiten. Nach dem Carbon-Test datieren wir dieses Exemplar zu 95,4% zwischen den Jahren 609 bis 649. Dies entspricht der Amtszeit, dies entspricht der Zeit vom Propheten Mohammed a.s. bis zum 5. Jahr der Amtszeit vom Kalifen Osman radiallahu anh. Das ist sehr, sehr, wie sagt man, ein alter Koran sagt man eigentlich nicht dazu, ein sehr früh geschriebener Koran, weil wenn wir davon ausgehen, dass Osman radiallahu anh den Koran im 7. Jahr seines Kalifats vervielfältigt hat, ist dieser Koran schon vor der Vervielfältigung zu platzieren. Weitere Informationen könnt ihr unter diesem Link von Corpus Koranicum finden. Das ist eine Seite, Corpus Koranicum, also sowohl Corpus als auch Koranicum mit C geschrieben. .de ist eine deutsche Seite, die sehr, sehr gut ist, wo alte Koranmanuskripte ebenfalls zu finden sind, in Deutsch geschrieben. Da könnt ihr sogar zum Beispiel schreiben, Sure Tawbe 128, und könnt dann zum Beispiel gucken, wie das zur Zeit von Osman oder Muawiyah oder so geschrieben worden ist. Also das ist eine sehr, sehr gute Arbeit, die hier im deutschsprachigen Raum absolviert wurde und weitergeführt. Also wir sagen ja, es ist sehr, sehr wenig im deutschsprachigen Raum zu finden. Das stimmt, das unterstreiche ich natürlich mehrmals. Jedoch, wer suche, der findet. Also es gibt auch Sachen, die sind halt nicht so bekannt in der islamischen Gesellschaft hier, weil die Interesse leider halt nicht diesbezüglich besteht. Der 16. Koran ist Codex San'a, Dam 20-33.1. Das ist der Great Umayyad Koran. The Walid Manuscript from San'a, sagt man dazu. Dieser Mushaf besteht aus 520 Seiten in einer Größe von 51x47 cm. Jedoch konnte man nur 25 Seiten davon wirklich lesen. Der Rest war unlesbar. Nach dem Carbon-Test kann man es zwischen den Jahren 657 bis 690 datieren. Dies entspricht das erste Jahr des Kalifats von Ali ibn Abi Talib radiallahu anh und den ersten 30 Jahren der Umayyaden. Der 17. Koran
Seht ihr, hier ist auch in Sana'a Dam 01-28.1. Dies besteht aus 60 Seiten in jeweils 26 bis 28 Zeilen niedergeschrieben. Es ist in das erste oder zweite Jahrhundert nach der Hijra zu datieren. Der 18. Koran, Codex Sana'a Dam 01-18.3, dieser Mushaf besteht aus 16 Seiten in einer Größe von 9 mal 19 cm, also ist sehr lang. Also 9 groß, 9 cm groß und 19 cm lang, also das seht ihr auch hier. Und ist ebenfalls in das erste oder zweite Jahrhundert nach der Hijra zu datieren. Also Achtung, das haben wir hier alles selbst rausgesucht. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr schwer gewesen. Auch die Seitenanzahl, die Dings und das alles zu übersetzen, war schon extrem Arbeit. Deswegen werde ich als einmalige Sache im deutschsprachigen Raum das mal so in einem Video jetzt inshallah durchgeben. Der 19. Koran ist Codex Sana'a Dam 01-30.1. Diese Seiten haben eine Größe von 50 mal 36 cm, dessen Anzahl 10 Seiten entspricht. Da haben wir nur 10 Seiten davon. Dies ist ebenfalls das erste oder zweite Jahrhundert nach der Hijra zu datieren. Also warum ich jetzt heute 44 Korane hier runterrassel, werdet ihr zum Schluss bei der Gesamtanalyse sehen. Komme ich jetzt zu England, England hier, das ist der 20. Mushaf, der Mushaf aus Birmingham, Codex Arab 328c, Mingana Islamic Arabic 1572a, das sind die Namen, also seht ihr den Mushaf eingeblendet, inshallah, in mehreren Bildern, in Birmingham, Birmingham, ich hasse Englisch, ist da zu finden. Dieser Mushaf besteht aus 18 Seiten in einer Größe von 33,3 x 24,5 cm, auf dessen jeweils 23 bis 25 Zeilen geschrieben sind. Dies entspricht 8,3% oder 60 Seiten unseres heutigen Korans. Nach dem Carbon-Test ist dieser Mushaf zwischen den Jahren 568 bis 645 zu datieren. Das war der Koran gewesen, den sie bei CNN oder BBC gezeigt haben. Wir haben in Birmingham einen Koran gefunden, der vor dem Propheten a.s.w. geschrieben wurde. Also das ist hier bewusste Manipulation. Ich betone bewusste Manipulation. Das ist nicht, also wenn man es aus Unwissenheit macht, kann man sagen, das ist ja kein Problem. Aber das wird bewusst manipuliert, weil sie halt wissen, dass der Koran letztendlich unverfälscht ist. Wie gesagt, er fängt die erste Datierung 568 an. Wir haben vorhin einen Koran gefunden, der 540 zu datieren ist, die erste Datierung des Carbon-Tests. Und dieser Koran im Birmingham Museum, dies entspricht der Zeit vom Propheten Mohammed a.s.w. bis in das erste Jahr des Kalifats von Osman ibn Affan. Sehr frühe Zeit. Sollten wir davon ausgehen, dass Osman den Koran im siebten Jahr seiner Amtszeit zusammengestellt und weiterkopiert hat, dann ist dieses Exemplar mindestens sechs Jahre davor niedergeschrieben worden. Also das ist schon sehr, sehr Frühzeit. Der 21. Mushaf ist in London zu finden, Codex BLOR 2165 in der British Library in London. Spreche ich das richtig aus? Library. Hä? Birmingham. Ja, ja. Dieser Mushaf besteht aus 128 Seiten. Also es ist schon für mich ein bisschen anstrengend, für einen Bruder, der hier vor euch sitzt, der nur einen Hauptschulabschluss hat. Viele denken immer, ja, Bruder, du hast bestimmt studiert. Damals hat man das bei uns in der Moschee gedacht. Wir denken, du studierst hier und so, dies und das. Ich sage, nein, ich habe gerade mal meinen Hauptschulabschluss gepackt. Dann denken so Leute, ja, woher weißt du das alles? So, warst du in der Schule nie so gut gewesen? Ja, der Koran. Wenn du dich mit dem Koran beschäftigst, lernst du das erst alles. Ein Geschichtsschreiber sagt, das, was wir in der Schule lesen, lernen wir erst im Leben. Also der größte Lehrer ist, denke ich, das Leben an sich. Hassel Kelam zusammengefasst, dieser Mushaf besteht aus 128 Seiten in einer Größe von 31,5 x 21,5 cm. Dies entspricht 59% oder 356 Seiten des Korans von heute. Sehr höchstwahrscheinlich wurde noch kein Carbon-Test durchgeführt. Dutton behauptet, dass es zwischen den Jahren 30 bis 85 nach der Hijra zu datieren ist. Komme ich nach Frankreich, also diese Korane wurden geklaut. Was haben diese Korane in Frankreich, in England zu suchen? Das ist einfach, hier wurde Kulturerbe geklaut. Aber ich gebe, bitte, ich gebe niemals den Franzosen oder Engländern die Schuld dazu, den Niederländern und den Deutschen. Wir haben es verkauft dann auch noch zum Schluss. Also,
immer auf Amerika oder Israel zu schimpfen, ist nicht mehr der Kurs. Ich schimpfe nicht mehr auf Amerika und Israel und auf die westlichen Länder. Die machen ihre Aufgabe, sehr gut sogar. Was denn mit uns? Wir machen unsere Aufgabe nicht. Würden wir eine Einheit sein, würden wir unsere Quellen schätzen. Allein wir schätzen unsere Quellen ja nicht mal. Dann würde doch die Welt doch ganz anders aussehen. Also der Mushaf, den ich jetzt, der 22. ist in Frankreich, man nennt den Mushaf aus Paris, Codex Parisano ist das. Das ist die Nationalbibliothek in Paris, ist er dort zu finden. Dieser Mushaf besteht aus 98 Seiten in einer Größe von 33 x 24 cm, auf dem ungefähr 22 bis 24 Zeilen geschrieben sind. Dies entspricht 46% oder 277 Seiten des heutigen Korans. Franchos de Roche, oder wie sich das hier ausspricht, platziert die Datierung zwischen den Jahren 649 bis 775. Dies entspricht vom 5. Jahr des Kalifats von Osman bis zum 14. Jahr der Umayyaden. Der 23. Koran ist auch in der Nationalbibliothek in Paris zu finden. Dieser Mushaf besteht aus 88 Seiten, in je 19 Zeilen geschrieben. Dies entspricht 28,5% oder 172 Seiten des heutigen Korans. Nach dem Carbon-Test ist er zu 89,3% zwischen den Jahren 652 bis 649 zu datieren. Dies ist die Zeitspanne vom 8. Jahr des Kalifats von Osman bis zum 33. Jahr der Umayyaden gewesen. Also nochmal vielleicht eine technische Angelegenheit. Wenn man sieht, dass der Koran oder der Mushaf eine Einheit aufweist, macht man nur einen Carbon-Test. Wenn man aber sieht, dass die Seiten unterschiedlich sind, also was heißt unterschiedlich? Die ist zum Beispiel ein bisschen weißer, die ist dunkler, ne? Oder die ist ein bisschen mehr gerissener und die ist mehr sauberer, dann denkt man, ah gut, die Seite ist verloren gegangen, hat man die Seite nachgeschrieben und reingelegt, dann macht man einen zweiten Carbon-Test. Das kommt auch sehr oft vor. Der 24. Koran ist der Codex Marcel 5, auch in der Nationalbibliothek in Paris zu finden. Übrigens, alle Korane sind gar keine Frage in Kufi-Schrift geschrieben worden. Diesen Koran habt ihr gerade, seht ihr dort, das ist Kufi-Schrift, das ist eigentlich Arabisch. Die Schrift hat sich halt ein bisschen im Laufe der Zeit geändert. Also wie gesagt, dieser 24. Koran ist in der Nationalbibliothek in Paris. Dieser Mushaf besteht aus 35 Seiten, in je 20 Zeilen geschrieben. Die Größe der Seiten beträgt 50,5 x 33 cm. Nach dem Carbon-Test liegt die Wahrscheinlichkeit zu 89,3% zwischen den Jahren 652 bis 694. Dies ist ebenfalls vom 8. Jahr des Kalifats von Osman, radiallahu anh, bis zum 33. Jahr der Umayyaden gewesen. Der 25. Koran ist auch in der Nationalbibliothek in Paris zu finden. Seht ihr alles hier eingeblendet, inshallah. Dieser Mushaf besteht aus 43 Seiten in einer Größe von 35,5 x 28,5 cm. Dies entspricht 21% des heutigen Korans. Die Datierung liegt im 1. Jahrhundert nach der Hijra. Komme ich nach Irland, das ist der 26. Mushaf aus Dublin, Codex IS 1615-1. Das ist in Chester Beauty Library Dublin zu finden. Dieser Mushaf besteht aus 47 Seiten, in je 17 bis 26 Zeilen geschrieben. Die Seiten haben eine Größe von 35,5 x 27,5 cm. Nach dem Carbon-Test liegt die Datierung zwischen den Jahren 591 bis 643. Dies entspricht der Zeit von Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam bis zum 9. Jahr des Kalifats von Umar ibn al-Khattab. Also vor dem Kalifat von Osman radiallahu an. Komme ich nach Deutschland. Ja, das ist der 27. Koran. Das ist der Mushaf aus Tübingen. In Tübingen gibt es sehr viele Koranmanuskripte. Tübingen, ich weiß nicht, müssen wir mal hingehen. Also ich irgendwann mal, inshallah. Codex MA. Auf jeden Fall dieser Mushaf, den ihr hier seht, der komischerweise nach Deutschland gekommen ist, ist in der Universitätsbibliothek in Tübingen zu finden. Dieser Mushaf besteht aus 77 Seiten, in 18 bis 21 Zeilen geschrieben. Die Größe der Seiten liegt bei 19,5 x 15,3 cm. Dies entspricht 26,2% oder 154 Seiten des heutigen Korans. Tahir Altıkulaç sagte, dass dieser Mushaf bewusst in vier Teilen geteilt wurde, damit ihn vier Leute gleichzeitig lesen können. Also warum das so ist, habe ich ja gesagt. Also der wurde in vier Teilen geschrieben, damit man ihn gleichzeitig lesen kann, damit man auch ihn tragen kann.
Nach dem Carbon-Test liegt er zu 95,4% zwischen den Jahren 649 bis 675. Dies entspricht vom 5. Jahr des Kalifats von Osman radiallahu an bis zum 14. Jahr von Muawiyah ibn Abi Sufyan. Der 28. Koran ist der Mushaf aus Wetzstein aus Berlin, ja, zu finden in der Staatsbibliothek in Berlin. Also in Berlin, in der Staatsbibliothek in Berlin. War da noch irgendwas noch gewesen? War das in Potsdam oder in Brandenburg gewesen? Ich habe es jetzt vergessen. Gibt es auch Bibliotheken, da sind sehr, sehr viele alte Manuskripte zu finden, vom Koran, aber auch alte osmanische Sachen. Wir Muslime sollten diese Orte, denke ich mal, langsam anfangen zu besuchen. Ja? Ich denke, das sollte ich mir auch mal langsam zur Hauptaufgabe mal hier in diesem Reich nehmen. Dieser Mushaf besteht aus 210 Seiten in Staatsbibliothek Berlin. Dieser Mushaf besteht aus 210 Seiten in einer Größe von 34 x 27 cm. Dies entspricht 85% oder 513 Seiten des heutigen Korans. Nach dem Carbon-Test liegt seine Datierung zu 72,8% zwischen den Jahren 662 bis 714 und zu 22,6% zwischen den Jahren 745 bis 756. Also es schwappt ein bisschen über die Omayyaden raus und geht in die Abba. Sieten rein beim zweiten Test. Der 29. Koran ist ebenfalls aus Wetzstein in Berlin. Dieser Mushaf besteht aus 18 Seiten. Nach dem Carbon-Test liegt die Datierung zu 59% zwischen den Jahren 670 bis 725 und zu 36,4% zwischen den Jahren 738 bis 759. Dies ist die Zeit vom 9. bis zum 64. Jahr der Umayyaden. Komme ich nach Holland. Das ist der 30. Koran. 14 haben wir noch. Anstrengend, ne? Es ist anstrengend. Aber ich mache das bewusst, dass wir das mal hier datieren, weil das ist sehr, sehr wichtig. Das macht man hier einmalig. Dieser Koran ist in Leiden zu finden, in den Niederlanden, der 30. Dieser Mushaf besteht aus 35 Seiten in je 20 Zeilen geschrieben, welches eine Größe von 50,5 x 33 cm besitzt. Nach dem Carbon-Test liegt die Datierung zu 89,3% zwischen den Jahren 652 bis 649. Das entspricht der Zeit vom 4. Jahr des Kalifats von Osman, radiallahu anh, bis zum 33. Jahr der Umayyaden. Mit unter anderem könnt ihr da ein bisschen auch mal Geschichte, ne, im Kopf, inshallah, haben. Deswegen ist das wichtig, die Zeit des Propheten, 610 bis 632, dann die Zeit von Abu Bakr, dann die Zeit von Ömer, dann die Zeit von Osman, dann die Zeit von Ali, endet wann? 661. Also im Jahre 661 endet das rechtgeleitete Kalifat. Mit dem Jahre 600... Dann nochmal 90 Jahre. Dann, ja, sag ich ja. Dann 661 endet das rechtgeleitete Kalifat der vier rechtgeleiteten Kalifen, und von 691 bis 750, ja, also knapp 90 Jahre, ist dann die Zeit des umayyadischen Kalifats, beziehungsweise umayyadischen Dynastie, und ab 750 beginnt die Zeit der Abbasiden, die mindestens bis 1258, weil da war der Eindrungen der Mongolen nach Bagdad gewesen, wo dann alles zerstört worden ist, aber maximal bis 517, als Yavuz Sultan Selim das Kalifat letztendlich von den Abbasiden bzw. von den Memluken dann nimmt und bringt es nach Istanbul. Das ist mindestens bis 1258, bis maximal 1517 war das Kalifat dann bei den Abbasiden. Deswegen also, wenn auch nicht so detailliert ihr das wissen solltet, solltet ihr diese Basics wissen. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. 610 bis 632 ist Prophet a.s. 632 bis 661 die vier Kalifen. Von 661 bis 750 dann die Umayyaden. Und ab 750 dann die Abbasiden bis dann 1258 mindestens. Oder dann 1517. Ja? Deswegen sind diese Datierungen hier sehr, sehr wichtig. Also dieser 31. Koran hier aus Leiden, habe ich ja gesagt, dieser Mushaf wurde auf Pergament, also was ich jetzt hier einblende, auf Pergament niedergeschrieben. Auf jeder Seite befinden sich 19 Zeilen. Die Datierung liegt zu 89,3% zwischen den Jahren 652 bis 649. Dies entspricht vom 8. Jahr des Kalifats von Osman, radiallahu anh, bis zum 34. Jahr der Umayyaden. Der nächste ist auch in Leiden zu finden, in den Niederlanden.
Was ihr hier seht, ist ein Papyrus aus Ägypten in einer Größe von 13,3 x 10,7 cm. Das ist ein bisschen kleiner hier. Nach dem Carbon-Test liegt die Datierung zu 78,9% zwischen den Jahren 653 bis 715 und zu 16,5% zwischen den Jahren 743 bis 766. Das entspricht vom 9. Jahr des Kalifats von Osman radiallahu an bis zum 54. Jahr der Umayyaden. Der 33. Koran ist auch in Leiden zu finden, also in Niederlanden. Dieser Mushaf besteht aus 39 Seiten. Ihr seht das alles hier eingeblendet. Nach dem Carbon-Test liegt es zu 95%. Das ist sehr groß. Das ist alles extra bewusst hier rausgeholt, wo die Prozentzahl sehr, sehr groß ist. Zwischen den Jahren 680 bis 777. Das entspricht das 19. bis zum 27. Jahr der Umayyaden. Komme ich nach Usbekistan, da möchte ich wieder eine Tragödie erzählen. Und diesen Mushaf, den ihr hier in zwei Bildern jeweils eingeblendet seht, ist der Mushaf aus Taschkent. Mushaf aus Taschkent, der Semerkant-Taki Kurambu. Dieser Mushaf wird ebenfalls Osman radiallahu anhu zugeschrieben, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Also das ist die gleiche Ähnlichkeit, seht ihr, diesen Mushaf ist auch in Istanbul im Topkapı-Palast. Bevor er, jetzt sage ich euch mal die Tragödie, bevor er 1869, also bis 1869 war dieser Koran in Taschkent, in Usbekistan, also in Samarkand gewesen. Bevor er 1869 nach Petersburg oder damals Leningrad, oder davor, wie es fast wieder später, erst 1917 war es Leningrad, transportiert wurde, wurden viele Seiten von der muslimischen Bevölkerung dort abgerissen. Also warum? Der Mushaf liegt dort, zur Zeit von Osman radiallahu anh geschrieben, höchstwahrscheinlich mit der Hand, und der lag dort in der Moschee in Taschkent. Was haben unsere Muslime gemacht, weil sie ja so intellektuell sind? Die haben gesagt, es gibt Bereket bei diesen Korans und haben Seiten abgerissen und haben diesen Koran zerstört. Unsere Leute waren das gewesen. Und zum Glück haben es dann die Nichtmuslime 869 nach Petersburg transportiert und haben es quasi dann geschützt. 1917, als dann die Rote Revolution gewesen war in Russland, von Lenin, wollte man von Lenin, dass er diesen Koran den Muslimen in Taschkent wieder zurückgebe. Und wisst ihr, was Lenin gemacht hat? Er hat ihn zurückgegeben. Ja. Nach einem Carbon-Test von Oxford, ist dieser Mushaf zwischen den Jahren 640 bis 765, also einer Zeitspanne von 125 Jahren zu datieren. Boah, das ist schon ganz schön viel. Das ist eine sehr, sehr große Zeitspanne, die sich vom 6. Jahr des Kalifats von Umar ibn al-Khattab bis zum 16. Jahr der Abbasiden zieht. Tayyar Altıkulaç sagte, dass dies die größte Ähnlichkeit zum Mushaf aufzeigte, welches Osman radiallahu an nach Kufa sandte. Ich vermute aber höchstwahrscheinlich aufgrund von anderen Quellen, dass das auch der Koran ist, der von Osman radiallahu an selbst geschrieben worden ist. Komme ich nach Russland, das ist der 35. Koran, der ist in der Nationalbibliothek in St. Petersburg oder Leningrad zu finden. Ich weiß nicht, also ich muss immer, also für mich ist immer St. Petersburg Leningrad und für mich ist Wolgograd immer Stalingrad. Also heute heißt das ja Wolgograd, früher ist das Stalingrad. Es ist genau wie in der Türkei. Mesela, zur Zeit Atatürk hieß alles Atatürk-Straße, Atatürk oder was weiß ich. Dann ist İnönü gekommen, das İnönü-Stadium, İnönü-Caddesi, İnönü bilmem ne. Und dann gab es eine Revolution, gab es einen Putsch. Dann ist Evren-Mahallesi, Evren-Caddesi, Evren-Evren. Und jetzt heißt es 15 Temmuz-Caddesi, 15 Temmuz-Köprüsü. So ist das auch mit den Namensändern. Lass doch die Stadt einfach so, wie sie heißt. Ja, gut, der eigentliche Name der Stadt ist nicht natürlich Leningrad gewesen, es ist wirklich St. Petersburg gewesen. Aber ich habe das aufgrund meiner deutschen Erziehung immer als Leningrad und als Stalingrad kennengelernt. Ja? Gut, das dazu. Dieser Mushaf in Leningrad, also in St. Petersburg, besteht aus 15 Seiten in 20 Zeilen geschrieben, in einer Größe von 29,1 x 21 cm. Die Datierung liegt ebenfalls im 1. Jahrhundert nach der Hijra. Dann gibt es hier noch einen Koran, den 36.
auch in der Nationalbibliothek in St. Petersburg zu finden. Dieser Mossaf besteht aus 73 Seiten, in je 25 Zeilen geschrieben, in einer Größe von 37 x 31 cm. Das sind 30% des Korans. Die Datierung liegt im 1. Jahrhundert nach der Hijra. Der 37. Koran, ebenfalls in der Nationalbibliothek in St. Petersburg zu finden. Dieser Mossaf, ihr seht alles eingeblendet, dieser Mossaf besteht aus 28 Seiten, in je 21 bis 33 Zeilen geschrieben. Also eine Seite ist 21 Zeilen geschrieben, die eine Seite ist 22 Zeilen oder geht bis 33 und hat eine Größe von 33,5 x 25 cm. Dies entspricht 14,7% des Korans. Die Datierung liegt ebenfalls im 1. Jahrhundert der Hijra. Dann noch der letzte Koran hier über, in Russland, auch in der, wie gesagt, in der Nationalbibliothek in St. Petersburg zu finden. Dieser Mossaf besteht aus 23 Seiten, in je 23 bis 26 Zeilen geschrieben und hat eine Größe von 32,5 x 25 cm. Dies entspricht 9,5% des Korans. Die Datierung liegt ebenfalls im 1. Jahrhundert. Komme ich nach Tunesien. Tunesien ist der 39. Koran in Raqqada, bitte nicht verwechseln mit Raqqa. Das ist der 39. Koran, den ich hier zeige. Und der ist in der, das muss natürlich, in der Forschung kommst du schon gleich auf französische Kolonial. Da ist das, da ist sogar schon der Name der Bibliothek, ist da schon auf Französisch geschrieben. Ich kann das ja gar nicht richtig aussprechen. Wer kann hier Französisch? Musée National des Arts Islamiques de Raqqa oder sowas. Also, Nationales Museum der Islamischen Nationalmuseum in Raqqada, also Tunis. Dieser Mossaf besteht aus 210 Seiten, in je 20 Zeilen geschrieben. Achtung, wieder eine Tragödie. Bestimmte Teile wurden leider an die Museen in Doha, Kopenhagen und an den USA, in den USA verkauft. So verschenkt man oder klaut man, verschenkt man quasi Kulturerbe und... Also, nach dem Carbon-Test ist dieser Mossaf zu 95,6% zwischen den Jahren 648 bis 691 zu datieren. Dies entspricht vom 4. Jahr des Kalifats von Osman radiallahu anh bis zum 30. Jahr der Umayyaden. Komme ich nach Iran, das ist der Codex Mashhad. Das ist die Zentralbibliothek von Astokuz Razavi in Mashhad, in Iran. Und dieser Koran in Iran besteht aus 251 Seiten, in je 22 bis 23 Zeilen geschrieben. Dies entspricht 90% des heutigen Korans. Nicht nur, dass es in das 1. Jahrhundert der Hijra datiert wird, denkt man dabei, das ist die Leseart von Ibn Mas'ud, radiallahu anh, beinhaltet. Ich möchte jetzt nicht über die, soll ich was über die Lesearten sagen? Nee, ne? Komme ich nach Österreich. Das ist der 41. Koran in Österreich. Wie kommt dieser Koran nach Österreich? Also wir haben das bestimmt nicht bei der Belagerung Wien mitgetragen. Das ist in der Nationalbibliothek in Österreich in Wien zu finden. Da sollte man mal auch hingehen, denke ich. Dieser Mushaf besteht aus 105 Seiten in einer Größe von 15,4 x 21,2 cm. Dies entspricht 27% des Korans. Man vermutet die Datierung im 1. oder 2. Jahrhundert der Hijra. Das waren alle Länder jetzt fertig. Punkt. Jetzt kommen noch besondere Sammlungen. Das 42. Fragment, sage ich mal, das umayyadische Fragment. Da wissen wir nicht ganz genau, wo diese sind. Dieses, also woher sie stammen. Dieses Fragment, was ihr hier seht, wird in London in einer speziellen Kollektion aufbewahrt. Also bitte nicht falsch verstehen. Also wir als Umma sind einfach dumm, diese Sachen aufzubewahren. Also lassen wir das lieber von denen aufbewahren. Weil hätten wir das in den letzten 100 oder 1000 Jahren aufbewahrt, dann hätten wir diesen Koran zerfetzt und vielleicht Bereke davon verlangt und nicht irgendwo dann aufgehangen. Also so eine Situation haben wir leider, das hat sich bis heute nicht geändert, Tendenz eigentlich schlimmer werden. Also wie gesagt, dieses Manuskript, dieses Fragment wird in London aufbewahrt. Es wurden hier zwei Carbon-Tests durchgeführt. Zu 90,5% liegt es zwischen den Jahren 610 bis 720. Und bei einem anderen Test zu 95,4% zwischen den Jahren 609 bis 694. Dies entspricht der Zeit von Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bis in das 33. Jahr der Umayyaden. Der vorletzte, inshallah, der 43. Koran, der Kodex, hier Autionalis, ist dieses Manuskript, wird ebenfalls in einer speziellen Kollektion aufbewahrt. Dies wird am Ende der 600, Anfang der 700 Jahre datiert. Und das letzte Inshallah-Fragment sind vier Fragmente, die wir hier, also vier unterschiedliche Fragmente, die wir hier einblenden.
Diese sind Fragmente, dessen Ort nicht zugeschrieben, ebenfalls nicht werden kann. Diese vier Teile gehören alle in das erste Jahrhundert nach der Hijra datiert. Ich habe nochmal hier die Links aufgeführt. Wenn ihr wollt oder wenn wir das einblenden, könnt ihr da selbst drüber Forschungen machen. Das war's, inshallah, zu den ganzen Manuskripten. 44 Manuskripte sind wir jetzt durchgegangen. Jetzt erlaubt mir, inshallah, mal für einige Minuten nochmal eine Gesamtanalyse, inshallah, hier zu machen. Also nochmal eine Gesamtchronologie. Also diejenigen, die schreiben, können sich das aufschreiben und unabhängig dessen, wer einen Stick dabei hat, kann er sowieso dann, inshallah, das von mir die PDF-Dateien bekommen, die ich hier geschrieben habe. Also erstmal eine Gesamtchronologie zu der Geschichte erstmal. Geschichte ist ja sehr, sehr wichtig, sage ich mal. Die Zeit der Offenbarung zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war vom Jahre 610 bis 632. Tamam. Das ist die Offenbarung. Die Zeit des Kalifats, also 632 ist auch der Prophet gestorben. Die Offenbarung war vom Jahre 610 bis 632. 632 ist der Prophet, alaihi salam, gestorben. Das Kalifat von Abu Bakr dauerte von 632 bis 634. 2 Jahre. Das Kalifat von Umar ibn Khattab, radiallahu an, dauerte von 634 bis 644. Also das sind 12 Jahre. Das Kalifat von Osman ibn Affan, radiallahu an, dauerte von 644 bis 656. Also auch 12 Jahre, inshallah. Also man kategorisiert das ja in 6 gute und 6 nicht so gute Jahre. Das Kalifat von Ali ibn Abi Talib dauerte von 656 bis 661, also knapp 5 Jahre. Ihr wisst, das endete dann mit der Ermordung von Ali radiallahu an, Ende Januar des Jahres 661, also so ungefähr 17. bis 21. Ramazan, im 40. Jahr nach der Hijra in Kufa. Und dann von 661 bis 750 war die Zeit der Umayyaden, also Emevi-Dynamie, die umayyadische Dynastie, die Zeit der Emeviten oder Beni Umayye, sagt man im Arabischen. Und dann begann ab von 750 die Zeit der Abbasiten, also Beni Abbas oder Abbasiten, wir sagen auch Abbasitisches Kalifat. Das ist kein Problem, wir sagen Umayyadisch Abbasitisches Kalifat, überhaupt gar kein Problem. Was ungefähr bis 1258 mindestens und maximal bis 1517 dauerte. Jetzt, das ist mal so diese Zeitanalyse. Komme ich zu der Gesamtbeurteilung. Achtung, 24 Manuskripte, die wir präsentiert haben, lagen nach dem Carbon-Test insgesamt zwischen den Jahren 543 bis 777. 20 Manuskripte ohne einen Carbon-Test, jeweils in 10 eingeteilt, lagen zwischen den Jahren 0 bis 100 nach der Hijra und 50 bis 150 nach der Hijra. Die ganzen Manuskripte, die wir präsentierten, lagen, und das ist jetzt kommt's. Warum hat der Furkan denn die ganze Zeit detailliert so erklärt? Das kommt jetzt, inshallah. Weil wir analysieren ja und sagen ja, gut, jetzt haben wir die ganzen Manuskripte eingeblendet, gezeigt, extrem Arbeit dahinter. Ja, aber was ist jetzt das Gesamtschluss, Jane? Wir wollen ja beweisen, dass der Koran nicht verfälscht worden ist. Meines Erachtens, aber das ist meine persönliche Meinung, ihr könnt eine andere Meinung darüber haben, gar kein Problem, ist der letzte Unterricht stärker gewesen. Die ist auch stark, gar keine Frage, aber ich finde die logischen Schlussfolgerungen, dass es einen Konsens gab und ne, ich habe mir im letzten Unterricht hinreichend darüber erklärt, finde ich eines der stärksten Argumentationen, dass kein Buchstabe verändert worden ist. Deswegen habe ich diesen Unterricht dann nachgeschoben. Aber warum jetzt diese ganzen, warum habe ich die ganzen Informationen runtergerasselt, damit ihr das jetzt versteht, dass die Unverfälschtheit hier unmöglich, also es ist ein unverfälschter Koran. Die ganzen Manuskripte, die wir präsentierten, lagen nie in einer bestimmten Zeitepoche oder einen bestimmten Ort platziert. Also alle Mushafs waren zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten geschrieben. Das ist sehr wichtig. Wir haben nicht zum Beispiel gesagt, alle Korane aus Scham, Beispiel. Zwischen den Jahren 650 bis 700, Beispiel.
Hätte man sagen können, ja, Tabi, die haben sich gegenseitig Dings gemacht, und was mit dem Koran in Tunesien, was mit dem Koran in Taschkent, was, ne? Das ist nicht so. Wir haben die Zeitspanne sehr enorm gelassen, also von der Zeit vom Propheten a.s. bis am Anfang der Zeit der Umayyaden, das war diese Hauptsachen gewesen, haben wir hier datiert. Deswegen, die Manuskripte liegen komplett verstreut an bestimmten Orten über bestimmte Zeiten hinweg. Wie willst du eine Verfälschung dort machen? Der Inhalt war auch nicht auf einen Teil des Korans fixiert, sondern weist unterschiedliche Stellen auf. Wenn ihr natürlich nicht, wenn die Orientalisten jetzt sagen würden, Dimasad, du hast nur die Sure Fatiha die ganze Zeit gezeigt, dann würde man ja sagen, ja, die Sure Fatiha kann jeder auswendig. Nein, wir haben von der Seite gezeigt, von der Seite gezeigt, von dem Koran sind heute 15% zu finden, von dem anderen Koran sind 90% zu finden, von dem anderen Koran sind 60% zu finden. Im Gesamtbild kommt doch dieser Gesamtkörper, dass nicht ein Buchstabe verändert worden ist. Deswegen haben wir das hier gemacht, dieses Runterrasseln. Das Gesamtbild zeigt an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, von unterschiedlichen Schreibern, die sich überhaupt gar nicht gesehen, gekannt haben, wird ein Koran, der uns heute reicht, hat von unterschiedlichen Seiten gezeigt, wo es keine Veränderung ist. Und wo es ein Gesamtbild zu finden ist. Durch diese Auflistung entsteht ganz klar ein gesamtes und ein gesundes Bild des Korans. Dadurch kann man zu einem einfachen Entschluss kommen. Und zwar, dass außer einigen Schreibfehlern, ich habe die Schreibfehler vorhin erklärt, also ne, Rechtschreibfehler oder da hat jemand mal ein B vergessen oder ein Elif anders geschrieben, so kein Problem. Dadurch kann man zu einem einfachen Entschluss kommen, und zwar, dass außer einigen Schreibfehlern der Schreiber unter den ganzen Exemplaren eine Einheit bis zum heutigen Tag besteht. Und dies, obwohl die Korane an unterschiedlichen Orten von unterschiedlichen Schreibern, die sich untereinander nicht mal kannten, geschweige denn gesehen haben. Ja, einer ist in Andalusien, in Marokko, einer ist in Afghanistan, der eine ist in Damaskus, der eine ist in Diyarbakir, der eine ist in Jemen. Ja, in unterschiedlichen Korangrößen niedergeschrieben worden sind. Deswegen habe ich die Korangrößen gezeigt. Wenn man sagen würde, der Koran hat immer 17 Zeilen gehabt, ja klar, der eine Koran hat 19 Zeilen, der andere Koran hat 9 Zeilen. Also umso schwerer, es besteht ja keine Einheit bei den Größen, umso noch schwieriger ist es ja zu verfälschen. Und umso noch verwunderlicher ist ja, dass ja alles im Kontext gleich geblieben ist. Weil der eine hat 22 Zeilen, der eine hat 30, der eine hat 9, der eine hat 17, den ganzen Koran in 400 Seiten geschrieben, der eine hat es in 80 Kilo geschrieben, der eine, versteht ihr, es gab ja keine, wie nennt man das im Deutschen, DIN-A-Form. Kein Format, Allah Rasul. Es gab ja kein Format, dass die Umayyaden gesagt haben, wir nehmen jetzt das Format. Das gab es ja nicht. Und das ist enorm, ist das hier. Wenn man das liest, merkt man das einfach nicht so. Aber wenn man es betont, merkt man, ah, krass, stimmt. Das habe ich gar nicht so beachtet. Genau. Obwohl die Größen der Seitenanzahl und sogar die Zeilenanzahl unterschiedlich sind, blieb der Inhalt immer der gleiche. Und dies zeigt ein sehr wunderbares und bewegendes Endergebnis, nämlich, dass der Koran seit 1400 Jahren sowohl in den Herzen als auch auf den Seiten von Allah subhanahu wa ta'ala geschützt worden ist. Wir sagen, hem sadrlarda, hem satrlarda. Sadr in den Brüsten, Satr auf den Zeilen. Sowohl in den Sadr als auch in den Satr, also auf den Zeilen, wurde es geschützt. Und wisst ihr, was noch interessant ist? All die Korane, die uns von damals vorliegen, alle Manuskripte, zeigen eine Gesamteinheit und Surenchronologie von der Sure Fatiha bis zur Sure Nas auf. Die Surenchronologie ist überall gleich. Fatiha, Bakara, Ali Imran und so weiter, Falaq, Nas bis zum Schluss. Dass es so viele Exemplare vom ersten Jahrhundert der Hijra gibt, zeigt ebenfalls, dass die Vervielfältung des Korans zur Zeit von Osman radiallahu an im Konsens verlief und bringt daher die Kontrahenten zum Schweigen. Aber sie schweigen nicht, weil sie vor sich unwissende Leute finden, die manipuliert werden können. Die Gründe habe ich hier in dem heutigen Unterricht gesagt. Auf der ganzen Welt gibt es am Anfang der Zeit, vom Beginn, kein Exemplar, was so viele Manuskripte auf einmal aufweist. Wir haben hier nicht mal 5% erwählt.
Jetzt werden sagen, 44 Korane war schon viel. Ich habe nicht mal 5% gemacht. Und auf den Internetseiten sind die Digitalisierung nicht mal fertig. Wir wissen das heute. Wir wissen das heute. Das wussten wir vor 100 Jahren nicht. Zur Zeit vor der Digitalisierung wussten wir das nicht. Da wusste man diese Einheit nicht. Man hat daran geglaubt, gar keine Frage. Aber heute ist diese Einheit noch mehr bestätigt. Und übermorgen wird es noch mehr bestätigt werden. Weil es werden immer mehr Manuskripte digitalisiert. Wer weiß, in wie vielen alten Moscheen auf den Dächern noch irgendwelche Sachen rumliegen. Wir haben hier nicht einmal 5% erwähnt. Auf der ganzen Welt gibt es kein Buch, was so etwas mit sich aufweist. Dies alles trotzdem zu verleugnen, bedeutet, wenn auch unbewusst, nur aus Ignoranz, die ganze Geschichte der Menschheit zu verleugnen. Wer kommt und sagt, ich glaube nicht dran, der Koran muss verfälscht sein, der ist so ein Ignorant, der kann überhaupt gar keine Geschichte dann lesen. Warum das so ist, habe ich im letzten Koranprojekt erzählt. Das, inshallah, zum heutigen inhaltlich sehr, sehr umfangreichen Koranprojekt. Ich werde, inshallah, wieder mit dem 23. und 24. Vers verlesend, inshallah, mit dem heutigen Koranprojekt enden. Und am Ende des Videos werdet ihr, inshallah, sehr interessante Inschriften, die um Mekka, Medina, Jemen, Jerusalem und in Kerbela gemacht worden sind, die alle in den ersten Jahrzehnten der Hijra gemacht worden sind, werdet ihr, inshallah, sehen. Und das ist auch nicht einmal 5% der Inschriften, weil so viel Zeit haben wir nicht hier, alle Inschriften zu zeigen. In Mekka gibt es in der Umgebung allein eine Gegend, die möchte ich, inshallah, mal irgendwann besuchen, wo man selbst dann die Sachen nachlesen kann auf den Steinen. Die hätten wir jetzt auch noch alles einblenden können, muss aber nicht sein. Die wichtigsten Sachen, inshallah, mit persönlichen Gravuren, aber auch Koransuren, werden wir, inshallah, jetzt euch, inshallah, im Anhang zeigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, in der Surah Baqarah, im 23. und 24. Vers, Astaizu billah, wa in kuntum fi raibin, und wenn ihr im Zweifel seid, mimma nazzalna ala abdina, auf das, was wir auf unseren Diener Mohammed alayhi salatu wassalam herabgesandt haben, auf den Koran, fa'tu bi suratin min misli, dann bringt nur eine Sure herbei, die so ähnlich ist wie eine Sure des Korans. Wad'u shuhada'akum min dunillah, und ruft all eure Zeugen und Helfer zusammen, eure Dichter, eure Poeten, eure Wissenschaftler, von mir aus auch die Dämonen, min dunillah, aber außer Allah, in kuntum sadiqin, wenn ihr keine Lügner seid, wenn ihr wahrhaftig seid. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, ihr habt es nicht geschafft. وَلَنْ تَفْعَلُوا, und ihr werdet es niemals schaffen. Allah sagt diesen Aufruf vor 1400 Jahren, niemals. وَلَنْ, das nennt sich in der islamischen Grammatik, in der arabischen, تَكِدِ نَفِي إِسْتِقْبَال, die Verneinung der kompletten Zukunft. وَلَنْ تَفْعَلُوا, und ihr werdet es niemals schaffen. Dann فَتَّكُ النَّارِ, schützt euch vor einem Feuer, das aus Menschen und aus Steinen besteht. Es ist für die Leute vorbereitet worden, die dies alles verleugnen. Sadakallahu al-Azim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani hakaman wa imaman wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula. إنك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهد به خبرا هذا فراق بيني وبينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين